Judith Mader, Gerflor, heute bei uns auf der Municipal Trends. Du hast gerade auf der Bühne einen Vortrag zum Thema Sanierung von Bodenbelägen gehalten. Was wir den ganzen Tag heute schon gemerkt haben, die Gemeinden haben finanziell Engpässe. Da ist es ja nicht gerade eine schwierige Situation. Trotzdem muss saniert werden, weil das fordert allein schon die EU-Taxonomie von uns. Welche Möglichkeiten gibt es für Gemeinden mit wenig Budget, trotzdem gute Sanierungsprojekte zu starten? Ich habe es bei meinem Vortrag schon kurz angesprochen, was sehr wichtig ist bei den Bodenbelägen, wie bei vielen anderen Produkten auch, ist, dass sie sehr lange halten. Das ist für mich zum Beispiel einer der wichtigsten Aspekte in der Nachhaltigkeit, ein Produkt, das lange hält. Ich habe heute über Linoleum gesprochen, das ist ein Produkt, das kennen wir, das liegt teilweise 40, 50 Jahren in Schulen, in Kindergärten. Ja. Und bei guter Pflege ist so ein Produkt wirklich so lange haltbar und auch noch immer schön und funktionell. Und was dann auch noch dazu kommt, die modernen Bodenbeläge sind mit Oberflächenvergütungen versehen, die dafür sorgen, dass man den Boden ganz, ganz ressourcenschonend reinigen kann. Ich zu Hause reinige zum Beispiel fast nur mit reinem klaren Wasser. Da kommt ab und zu mal ein Spritzerreinigungsmittel hinein. Das ist bei großen Gebäuden, in einer Schule, wo es da um mehrere tausend Quadratmeter geht oder in einem Krankenhaus, ein enormer Budgetposten, dieses Reinigungsmaterial. Und da hilft einfach wirklich, so wie energieeffiziente Elektrogeräte einfach helfen, Energie zu sparen, hilft auch ein effizienter Bodenbelag, zum Beispiel Reinigungsmittel zu sparen. Und das ist auch gut für die Umwelt. Also Budgetentlastung durch langlebige und pflegeleichte Produkte. Ja, da habt ihr einige sehr schöne Projekte durchgeführt. Was ist denn so dein Herzensprojekt, dein Lieblingsprojekt? Ja, mein Herzensprojekt war sicher dieser Kindergarten Sidonie, das ist in Sierning in der Nähe von Steyr, weil es ist erstens so ein schönes Projekt über diese Sidonie, die da in der NS-Zeit leider umgekommen ist, nach der dieser Kindergarten benannt wurde. Ich beschäftige mich selbst sehr viel mit dem Thema, deswegen geht es mir sehr nahe und es ist auch sehr, sehr liebevoll ausgeführt worden. Also diese Intarsien für die Kinder, damit jeder Gruppenraum so sein Symbol hat. Das ist einfach wirklich auch Bodenleger, Handwerkskunst, wirklich erster Güte, muss man auch dazu sagen. Nein, sehr, sehr herzerwärmend, sehr herzlich, schön, schön. Linoleum, das ist vielleicht vielen gar nicht so bewusst, ist ja eigentlich ein richtiges Naturprodukt. Ja, also Linoleum ist tatsächlich ein Naturprodukt. Im Urzustand kann man es essen. Es schmeckt wohl nicht so gut, aber das besteht aus Leinöl, aus recyceltem Holzmehl, aus Kalk, aus verschiedenen Pigmenten, also aus Jute. Das Ganze wird auf einen Juterücken appliziert. Also wirklich sind 98% reine Naturprodukte und die meisten davon sind rasch nachwachsend. Das heißt, wir haben auch schon mit einer Schule in Kapfenberg ein Projekt einmal gesehen. Die haben versucht, es zu recyceln und wir sind tatsächlich auch dran. Ich bin überzeugt davon, das kann man in ein paar Jahren kompostieren. Recycelt wird es jetzt schon, es ist auch ein hoher Recyclinganteil drinnen. Aber nachdem es ja nur Naturprodukte sind, kann man es vielleicht irgendwann einmal einfach auf den Kompost schmeißen. Das wäre natürlich perfekt. Ja, und das heißt, wir nähern uns einem Thema, das uns als GEZO auch sehr am Herzen liegt, das Thema Kreislaufwirtschaft. Ja, also Linoleum wird nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft produziert. Wir haben auch das Cradle-to-Cradle-Silberzertifikat. Wir haben auch das österreichische Umweltzeichen oder für Deutschland den blauen Engel. Wir haben auf unserer Anlage in Delmenhorst in der Nähe von Bremen auch eine PV-Anlage. Das heißt, wir unternehmen sehr, sehr viel, was die Nachhaltigkeit und auch die Kreislaufwirtschaft betrifft, weil wir auch natürlich sehen, das ist die Zukunft. Unsere Bodenbeläge werden immer recycelt, also sämtliche Produktionsabfälle kommen sofort wieder zurück in den Kreislauf. Wir nehmen auch Altbelege zurück, die werden dann auch wieder granuliert. Wir betreiben mit anderen zusammen in Köln zum Beispiel eine Recyclinganlage. Wir haben auch in Frankreich eine eigene Recyclinganlage. Also da wird sehr, sehr viel getan, damit einfach diese Ressourcen, diese wertvollen Ressourcen auch ständig wieder im Kreislauf neu verwendet werden.
Wie gefällt es dir heute auf unserer Municipal Trends? Gefällt es sehr, sehr gut. Es ist natürlich unsere perfekte Zielgruppe genau für diese Bauvorhaben im Bildungswesen oder Gesundheitswesen. Aber was mir besonders gut gefällt, ist, dass ihr so viele Gäste habt, so viele Bürgermeister habt, die schon öfters hier waren. Das heißt, die Veranstaltung hat sich bewährt und die Gäste kommen gerne wieder. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt für mich. Vielen Dank, dass ihr heute da seid. Danke auch.